Giardina und das Leben im Garten, das ist das Thema von unserer heutigen Neudings-Sendung. Und wegen dem sind wir hier in dem einmaligen Garten bei der Familie Sager in der Gartengalerie im Appenzell. Wir fangen an mit unserem ersten Hausbesuch, wo wir etwas über die gute alte Tradition vom Flechten erfahren. Als zweites gehen wir zum Grill-Uli. Das gehört nämlich in jeden guten Garten, ein Grill. Als drittes gehen wir wieder zurück ins Appenzell, nämlich zum Marco Fritschi, einem Moderator von Bauerledi gesucht. Zum Schluss der Sendung gibt es für euch etwas Interessantes zu gewinnen. Heute sind das schöne Gartenbekleidungen und für mich gibt es eine Challenge, die ich machen muss. Diese Aufgabe stellt mir jedes Mal der Julian, der Regisseur dieser Sendung, und ich bin immer leicht nervös, was denn das sein könnte. Bei dieser Gelegenheit möchte ich natürlich auch noch unsere Redaktion vorstellen. Die sind sehr, sehr wichtig, weil sie kennen alle Inputs zu diesen Produkten, die wir jeweils bei diesen Hausbesuchen heimbringen, den Leuten. Aber jetzt gerade ganz am Anfang gehen wir mal schauen, was die Leute so für einen Bezug zu ihrem Garten haben. Garten, haben Sie auch einen? Ja. Ich würde bald mal einen haben. Wieso? Weil ich ein Haus würde haben. Garten, ja sicher. Früher auch als kleines Kind daheim. War es gut? Ja, war super. Wieso? Draussen sein und gärtnern und selber ein bisschen Gemüse anbauen. Grillen. Giardina, ist das euch ein Begriff? Giardino? Das Restaurant? Nein. Was? Giardina. Gartenmesse. Mal den Namen habe ich gehört, das stimmt, ja. Gehen Sie wieder, Schimmer im März, 13. bis 17. März, ja, das war mir bekannt. Ja, das werden wir dann das nächste Mal wieder machen. Hast du einen Garten? Meine Eltern haben einen. Ah, wirklich? Und, gefällt es dir? Vorher war es eigentlich der Urwald, aber jetzt haben wir so einen Gartenplan gelassen und der hat jetzt alles gemacht. Nach so einem Statement wollen wir natürlich genau wissen, wie das aussieht, wenn jemand den Garten für einen macht, und haben herausgefunden, Berger Gartenbau zum Beispiel macht das. Brian Weiss, du hast den Garten hier gemacht. Herzliche Gratulation, ich finde es wunderschön. Wie hat denn das vorher ausgesehen? Ja, Messi, vorher war da eigentlich nicht viel. Es hatte eine Wiese, einen Haufen Büsche und eine Böschung da gegen die Strasse. Aber wir haben jetzt eigentlich all die Mauern, den Schwimmteich und all die Sitzplätze hier gebaut. Giardina ist ja wahrscheinlich ein Ort, wo der erste Kontakt zum Kunden entsteht, für zum Beispiel jetzt in deinem Fall Berger Gartenbau. Genau, Giardina ist für uns ganz ein wichtiger Anlass, um natürlich so einen Kontakt herstellen zu Privatkunden. Wenn du dort an dem Stand bist, was kriegen die nachher alles, wenn sie mit dir zusammen arbeiten? Wir bieten das komplette Programm an, von der Planung, Beratung vom Kunden, nachher natürlich die Umsetzung, bis nachher am Schluss die Pflege. Das Wichtigste beim Konzept von so einem Garten ist was? Dass man sich im Garten wohlfühlt. So fahren wir wieder mal planlos langsam. Also, wir schauen in die Neudingsbox. Unsere Superredaktion, die haben meistens einen Durchblick. Oh. Ah, what a surprise, eine Blume. Hören wir uns mal an, was die Redaktion dazu sagt. Anina, Julian, schaut euch mal das Kunstwerk an. Vom Designer Simon Mattis. Er ist ein Flechtartist, ein Künstler, der solche Sachen kreiert, die ihr zu Hause in der Wohnung, sogar im Garten aufstellen, nach Wunsch. Gleichzeitig macht er aber auch Wiederzäune, womit ihr euch abkoppeln könnt, aber in Style. Jede Länge, jede Größe, jede Höhe, jede Farbe, die ihr wollt. Wir fahren in seinem Flechtart-Atelier Zafalter am Albis. Gute Fahrt und wir sehen uns nachher. Neudings TV! Ja, hallo. Hallo, bist du der Simon? Ja. Ciao, Nina, freut mich. Geflechtet von dir, nehme ich an. Das ist ja so. Fangen wir mal ganz von vorne an. Du lebst von dem. Einer von den wenigen in der Schweiz, kann man glaube ich so sagen, der noch von dem lebt, oder? Und du bist einer von denen, der das erhaltet, durch, mit Passion. Ja, ich möchte es vor allem weiterentwickeln. Das ist ganz wichtig. Und ja, die Leidenschaft braucht es. Ich muss aber mich immer eigentlich ein bisschen zurückbesinnen an die Traditionen. Also ich mache die gleichen Bewegungen heute, wenn ich flechte, wie vor 1000, 2000, 3000 Jahren. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin dazu gekommen, dass ich die Schule ein bisschen hatte. Und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, dort, ich suche das vielfältigste Handwerk, das es überhaupt gibt. Da sind wir jetzt in meinem Schaugarten. Aha. Das ist jetzt zum Beispiel ein Zaun, der wächst. Und der wächst immer weiter? Der wächst jedes Jahr weiter.
Da musst du wieder mal ein bisschen flechten. He? Das darf ich auch mal. Ja, klar. Also könnte ich das jetzt auch. Da genau, hast du jetzt zum Beispiel aber nicht fertig gemacht. Ja, oder? Die musst du noch fertig den machen. Hast du ich komme dann schon wieder mit der nächsten. Darf ich jetzt auch noch eine Runde hier mal hammern? Ja, ja, natürlich. Das wollen wir sehen. Ja. Wenn jetzt jemand so einen Zaun will, wie findet er dich? Eine gute Möglichkeit ist, an die Giardina zu kommen im März. Da kann ich meine Zäune zeigen, man kann sie anlangen, mit mir schwätzen. Du, was bringen wir dem Grillo alle mit? Nein, ich hoffe ja mal ganz schwer, dass es was für ein Garten ist. Ich würde noch so in die Sendung passen, aber was genau weiß ich auch nicht. Nein, gut. Aber die Ansesil weiß es. Ja, Nina, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin punkto dekorieren nicht so wirklich die Heldin. Umso cooler finde ich den Service, den Blumenörtig neuerdings anbietet. Sie kommen nämlich zu dir heim oder wo dann auch immer das Fest stattfinden soll, schauen mit dir die Location an, beraten die punkto Blumendeko und können dann am Tag selber das Ganze auch noch vorbeibringen. Du musst dich um nichts kümmern und kannst dich voll auf deine Rolle als Gastgeberin konzentrieren. Genau in diesen Genuss kommt jetzt auch gerade der Grill, Ueli. Ich bin gespannt, was er zu dieser blumigen Überraschung zeigt. Hey Ueli! Ja, hallo! Was machen denn ihr da? Ah, ich gehört, hast du schon event und dann bringt ihr eine Überraschung. Ah, super, super! Hoi! Eben, gell, ihr kennt euch. Sie macht einmal meine Dekoration eigentlich. Eben, also, ich gehe zu ihr im Normalfall. Genau, und jetzt kommen wir zu dir. Das finde ich aber gut. Wir schauen mal, was so wird passen. Ja, super. Also, das heisst, du musst jetzt mal das Auge reinwerfen. Genau, ich gehe jetzt mal schauen. Dann sitzen wir einfach näher. Haben schön, wir ein Schwätzchen? Ja, sind bereit. Dein emotional wichtigster Preis, den du je gewonnen hast in so einer Grillade? Europameister mit dem eigenen Team in Holland. Das sind unheimliche Gefühle. Jetzt, Giardina ist dir ein Begriff, nehme ich an, wenn ich hier in deinen wunderschönen Garten schaue. Wir haben gerne im Garten eine schöne Ambiente, so wie ich gerne auf dem Teller habe, wenn ich am Grillieren bin. Jetzt würde ich sagen, du überraschst deine Frau mit der schönsten Deko. Hm? Ja, das ist super. Also das ist für mich auch eine riesen Überraschung. Danke. Gut, wir lassen die zwei hier hinten diskutieren über das Dekorieren. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Besuch Nummer 3, oder? Genau, zum Marco Fritsche. Ah, gehen wir. Cool, ja. Genau, stimmt. Jetzt Appenzellische. Bist du gut bei Gartenarbeit so am Start? Ja, ich würde es gerne mehr machen, weil ich wirklich ein bisschen Rückenprobleme habe. Also, so umgekehrt, im Boden kommt nicht so gut. Das haben ja einige. Ja. Für die haben wir jetzt ein spezielles Neudings. Adi weiß mehr dazu. Dann schauen wir gerade mal. Monina, Julian, während ihr auf dem Weg sind zu Marco Fritsche, haben Tanzesil und ich heimlich ein Neudings für euch dort vorbereitet. Ein Gartenhochbeet. Das Teil könnt ihr nicht nur im Garten aufstellen, sondern auch auf der Terrasse oder auf dem Balkon oben. Und Gärtner, das ermöglicht euch, ohne Rückenprobleme zu arbeiten, weil sie so hochgestellt ist. 30% mehr Ertrag und die lästigen Mäuse und Schnecken bleiben euch auch weg. Die Bodenstruktur ist so perfekt, dass ihr jedes Gemüse anbauen könnt, das ihr wollt. Aber wir werden natürlich beim Marco Fritsche selber erfahren und ich wünsche euch gute Fahrt bis dorthin. Ciao zusammen. Da haben wir den Salat. Ja, und das Gartenhochbeet von der Sager Gartengalerie. Marco! Marco! Leck, was hast du da für ein Ding angeschleppt? Praktischer Garten. Das ist ein dreckiger. Hallo. Marco, ich wage zu behaupten, dass die meisten Leute ihn von Bauerledig gesucht kennen. Irgendwie ist der Bauer jetzt doch das, was die Leute am meisten wahrnehmen. Was schön ist, aber manchmal auch ein bisschen frustrierend, weil ich finde, hey, hallo, mach im Fall nicht nur das mit den Bauern. Und was hast du für Zukunftspläne? Hast du welche? Also, wenn man nicht bis schnell lernt in dem Beruf, ist, dass man wahrscheinlich am besten gerade aufhört, grosse Zukunftspläne zu machen oder zu schmieden, weil meistens kommt es anders. Und wenn man irgendwo eine unbedingt will, dann ist man, glaube ich, eher frustriert, wenn es dann nicht klappt. Von dem her gesehen, habe ich jetzt müssen lernen, dass ich oft irgendwo angetrieben worden bin oder gespürt worden, wo man gerne in sich wäre, dass ich das noch könnte machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den Salat gehen. Nehmen wir einen Schluck. Setzen. Ja, du bist Denkel! Es ist noch schwierig, zwei Menschen, die keinen grünen Daumen haben am Start. Ja, du kannst gerne mithelfen, Julian. Ich kann sagen, du haltest dich ein bisschen zurück aus der Affäre. Also komm, ja, also. Ja, ich habe das Gefühl, du könntest hast auch mal etwas machen. Hast du eine Ahnung? Ja, eigentlich auch nicht. Einen grünen Daumen hast du ja keinen. Richtig. So, deswegen habe ich mir für die Challenge heute mal was Sportliches für dich überlegt. Oh, das habe ich immer gern. Die Challenge, Anina, uns gegenüber, unser Experte. Erich Affentranger. Was muss die Anina jetzt eigentlich machen? Also die Challenge besteht aus, mit einem Backer einen Kübel zu füllen mit Sand. Im zweiten Posten geht es darum, die Topfmaschine zu bedienen. Im dritten Posten geht es darum, sich ausleben und einen Trog anzupflanzen.
Jetzt will ich natürlich von mir ein kleines Feedback haben. Wenn es jetzt schon Noten geben mir von 1 bis 6, was würdest du mir geben? Du hast mir ja vorhin gesagt, ich soll sagen, es 8. Nein, ich ja, das muss nicht sagen, dass ich dir das gesagt habe. Danke viel mal. Es hat Spass gemacht auf jeden Fall. Und alles Anina, Gute. Anina, merci auch vielmals. Tschüss. Garden Girl. Von Frauen, für Frauen konzipiert. Ihr seht hier ganz lässig zum Beispiel den Mini. Von hier vorne sieht es aus wie ein Rock, von hinten. Ist es eine Hose, damit die Herren sich dann doch nicht zu fest freuen können. Und die Designs sind natürlich wunderschön, nebst dem ist es vor allem aber praktisch. Jetzt könnt ihr im Wert von 800 Franken Garden Girls Produkt gewinnen, falls ihr unsere Wettbewerbsfrage richtig beantwortet. Woher kommt die Marke ursprünglich? Ist es Schweden, Spanien oder Großbritannien? Zack, da bin ich wieder, aber nicht mehr lang. Wir sind nämlich jetzt am Schluss unserer Giardina Neudings-Sendung. Und wenn ihr etwas mehr Lust gekriegt habt, noch mehr über Gärten zu erfahren, empfehle ich euch sehr die Giardina. Die nächste ist im März 2013, nämlich vom 13. bis zum 17. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann mit einem anderen Neudings. Bis dann, ciao miteinander.